Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Interessenten. Heute möchten wir Ihnen mit diesem Video einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben. Wir haben eine Wohnung in einem sehr schlechten Zustand übernommen, haben daraufhin nicht nur ein Renovierungskonzept gemacht, sondern haben auch die nötigen Handwerker organisiert und koordiniert. Das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Viele kleine Details sind zusammen zu etwas Wunderschönem geworden, aber bitte überzeugen Sie sich selbst. Viel Spaß damit. So, hallo und herzlich willkommen nochmal zu unserem Besichtigungsvideo. Ich führe Sie jetzt durch die Wohnung. Wir fangen hier links an. Hier ist die Küche. Wie man sieht, man hat genug Platz, hier einen Esstisch mit 3 oder 4 Stühlen zu realisieren. Wir haben neue Fenster, neue Heizkörper in der gesamten Wohnung. Hier habe ich Platz für die Küchenzeile. Ich versuche gleich mal einzufangen, dass hier ein Putz verbaut wurde. Vielleicht können wir es hier gerade mal so... Genau, also man sieht schön Rauputz, 1,5 mm. Wirklich sehr, sehr schön, gibt der Wohnung ein sehr hochwertiges Ambiente. Es sind neue Schalter, neue Steckdosen drin. Wir haben eine neue Elektroanlage nach heutigem Standard mit FI-Schutzschalter. Der Boden ist neu. Das ist ein Vinyl-Designboden. In etwa die Preisklasse wie ein hochwertiger Parkett, ist aber deutlich robuster und trotzdem fußwarm. Jetzt gehen wir in das Schlafzimmer. Auch hier 2 Fenster, viel Licht. Und ich habe einen Zugang zum Balkon. Mit dem warte ich noch ganz kurz. Zuerst gehen wir weiter ins Wohnzimmer. Hier im Flur sei noch erwähnt der Einbauschrank aus dem Baujahr 1960. Finde ich ganz cool, weil man hat hier wirklich Platz für ein Bügelbrett, einen Staubsauger oder sonst irgendwas. Alles rein, Türe zu und dann ist es ordentlich verstaut. Bevor wir ins Wohnzimmer gehen, noch ein Blick in das nagelneue Bad. Hier wurden also nicht nur die Sanitärgegenstände ausgetauscht, sondern das Bad wurde wirklich komplett saniert. Und was ich ganz, ganz toll finde und so in der Form auch noch nie gesehen habe, ist also das erste Mal, ist die Fototapete. Es ist eine spezielle Tapete, die eben auch im Nassbereich verklebt werden kann. Und ich versuche es mal hier einzufangen. Man sieht also, die Tapete geht von ganz links bis ganz rechts rüber. Und hier haben wir sogar Tapete im Duschbereich. Das heißt, die kann also problemlos nass werden. Gar kein Thema. Man sieht es hier auch, wenn man genau hinschaut. Ich versuche es mal mit genau. Hier sieht man, dieser hintere Bereich hat einen speziellen Schutzlack, dass eben das Wasser dem Putz und der Tapete nichts ausmacht. Genau. Natürlich haben wir hier auch einen Handtuchheizkörper, der Vollständigkeit halber auch kurz eingefangen. Und einen Waschmaschinenanschluss. Und was hier ganz cool ist, die Schübe, die also schon Platz und ordentlich Stauraum bieten. Der Spiegelschrank ist nicht nur beleuchtet, sondern hat innen drin auch noch mal eine Steckdose für die Zahnbürste oder den Rasierer. Und dann gehen wir hier weiter ins Wohnzimmer. Auch hier haben wir 2 große Fenster, die also ordentlich Licht reinbringen. Wir filmen jetzt schon etwas später am Tag, also ist es nicht mehr ganz so hell. Und auch hier der Balkon. Also ich habe hier 2 Balkone, einen nach Osten, einen nach Westen. Ich kann also immer ganz bewusst der Sonne hinterher oder im Hochsommer dann auch gern mal der Sonne ausweichen. Also immer den Balkon nehmen, auf dem gerade Schatten ist. Gehen wir in das zweite Zimmer.
Schlafzimmer oder eben Büro, Ankleide, für was auch immer man es verwenden will. Was ich hier noch kurz zeigen möchte, sind die Rollläden. Hier hat man nämlich nicht nur die Fenster erneuert, sondern auch die Rollläden. Und diese sind jetzt elektrisch. Moment, klick. Genau, und man bekommt hier so eine coole Fernbedienung dazu. Die kann man sich dann an die Wand machen, wo man möchte. Oder man lässt sie einfach lose und legt sie sich neben das Bett. Von hier aus gehen wir dann auf den Balkon. Das ist der zweite Balkon. Und den finde ich von der Aussicht noch fast noch ein Stückchen schöner als den ersten. Ich habe hier einen wunderbaren alten Baumbestand. Ich habe riesig Platz zum nächsten Haus. Also wirklich schön und es ist absolut ruhig. Hier ist nur eine Anwohnerstraße. Und dann gucken wir mal nochmal durch. Ein kleines Detail, was ich auch noch sehr schön finde, was allerdings nicht zur Wohnung gehört, sondern nur zur Deko. Beziehungsweise, ja, was man aber einfach natürlich auch nachmachen kann, sind die Lampen über den Türzargen. Hier haben wir sogar eine mit Nachricht drin, Love. Finde ich sehr schön gemacht. Hier hat sich jemand Mühe gegeben, das sieht man wirklich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Die Wohnung hat 76 Quadratmeter knapp. Zur Wohnung gehören ein Keller und ein Speicherraum. Vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao. Ja, das war die Wohnung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn auch Sie eine Immobilie haben, die Sie verkaufen möchten, rufen Sie uns an. Wir machen das für Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich sind Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Alles Gute.